Wenn du selbstständig bist, musst du ziemlich sicher quartalsweise Einkommensteuervorauszahlungen leisten. Übrigens auch quartalsweise Gewerbesteuervorauszahlungen, wenn du Gewerbetreibender bist. In diesem Video wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, wie sich eigentlich diese Steuervorauszahlungen berechnen, wie die dann irgendwann in den Steuerbescheid einfließen und was du machen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass die Steuerzahlungen irgendwie viel zu hoch sind oder viel zu niedrig sind. Grundsätzlich zahlen Angestellte ja im Rahmen ihrer monatlichen Gehaltsabrechnung die Einkommensteuer voraus. Lohnsteuer ist Einkommensteuer. Das ist genau das gleiche, ist nur ein anderer Begriff. Als Selbstständiger oder Selbstständige hast du ja keine Gehaltsabrechnungen und deswegen musst du proaktiv einmal pro Quartal eine Einkommensteuervorauszahlung leisten. Und das passiert immer zu festen Terminen pro Jahr. Und zwar einmal am 10. März, am 10. Juni, am 10. September und am 10. Dezember. Das heißt, es gibt 4 feste Termine, zu denen du jeweils eine Einkommensteuervorauszahlung leisten musst. Wenn du Gewerbetreibender bist, dann musst du auch 4-mal im Jahr eine Gewerbesteuervorauszahlung leisten. Und da gibt es andere Termine, und zwar ziemlich genau 6 Wochen verschoben. Das heißt, da sind die Termine der 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Das heißt, insgesamt, zumindest als Gewerbetreibender, hast du 8 Termine im Jahr, wo du Steuervorauszahlungen leisten musst. Als Freiberufler zahlst du ja keine Gewerbesteuer, dafür aber ein bisschen mehr Einkommensteuer. Dann gelten für dich nur die Einkommensteuervorauszahlungstermine. Einen kleinen Hinweis an dieser Stelle nochmal zum Thema Umsatzsteuer. Auch für die Umsatzsteuer zahlst du Vorauszahlungen, und zwar entweder monatlich oder quartalsweise. Allerdings läuft die Berechnung bei der Umsatzsteuer ganz anders. Denn für die Umsatzsteuervoranmeldungen machst du deine laufenden Buchhaltung. Das heißt, du berechnest deine Steuern tatsächlich für einen Monat oder ein Quartal und dann übermittelst du die Daten an das Finanzamt und dann zahlst du den wirklich 100% korrekten Betrag. Bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer ist das immer eine Schätzung. Und zwar immer eine Schätzung auf den letzten Steuerbescheid, den du hast. Das heißt, wenn jetzt 2023 ist und mein letzter Einkommensteuerbescheid der Einkommensteuerbescheid von 2021 ist, dann ist das Jahr 2021 die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer und Gewerbesteuervorauszahlungen, die ich jetzt gerade leiste. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Video nicht die Umsatzsteuer, dazu habe ich schon ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts einmal, sondern wir schauen uns vor allem die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer genauer an. Und wenn du gerade gegründet hast und dich jetzt gerade fragst, warum du denn um Himmels Willen keine Steuervorauszahlungen leistest, naja, das machst du immer nur dann, wenn du mindestens 400 Euro im Jahr Steuern zahlen musst. Das heißt, wenn du gerade gegründet hast und bei der Einkommensteuer noch unterm Grundfreibetrag bist, kann das tatsächlich sein, dass das Finanzamt einfach noch keine Vorauszahlungen festgesetzt hat. Bei der Einkommensteuer liegt der Grundfreibetrag bei ungefähr 11.000 Euro. Das heißt, du darfst insgesamt 11.000 Euro steuerfrei verdienen. Bei der Gewerbesteuer ist das sogar noch erheblich mehr. Das sind 24.500 Euro Gewinn, bevor überhaupt die Steuerpflicht anfängt. Und deswegen dauert das bei der Gewerbesteuer halt noch ein wenig länger, bis du überhaupt Vorauszahlungen leisten musst. Und, auch ganz wichtiger Punkt, das machst du immer nur auf Aufforderung. Das heißt, wenn das Finanzamt von dir keine Vorauszahlungen möchte und dir das noch nie mitgeteilt hat im Rahmen von so einem Vorauszahlungsbescheid, dann zahlst du bitte auch keine Vorauszahlungen. Das heißt, du als Selbstständiger zahlst unterjährlich ja die ganze Zeit irgendwie Steuern voraus. Meistens bei der Einkommensteuer 4-mal. Und dann gibt es noch so eine Jahresschlussabrechnung. Und diese Jahresschlussabrechnung für deine Steuervorauszahlungen nennt sich Steuerbescheid. Im Steuerbescheid oder genauer gesagt in der Einkommensteuererklärung werden ja alle deine Einkünfte zusammengerechnet und dann gibt es einen Betrag, der nennt sich zu versteuerndes Einkommen. Das heißt, dein gesamtes Einkommen, worauf du Steuern zahlen musst. Und dann wird es darauf die Steuer berechnet. Also beispielsweise 100.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, 30% Steuersatz sind 30.000 Euro Steuern. Das ist dann die Endabrechnung deiner Steuer. Da du aber für dieses Jahr, um das sich dieser Steuerbescheid dreht, ja schon laufend Vorauszahlungen geleistet hast, wird das davon abgezogen. Das heißt, du musst jetzt nicht 30.000 Euro zahlen, sondern wenn du beispielsweise 5.000 Euro 4-mal gezahlt hast, also jedes Quartal einmal 5.000 Euro, dann steht im Steuerbescheid 100.000 Euro zu versteuerndes Einkommen mal 30% sind 30.000 Euro Steuern minus 4 mal 5.000 Euro, also bereits gezahlt von der Steuer, sind dann 20.000 Euro, macht eine Nachzahlung von 10.000 Euro. Und das kann natürlich auch anders aussehen. Also wenn du quartalsweise 10.000 Euro gezahlt hast, dann steht der gesamte Steuerschuld 30.000 Euro minus 40.000 Euro bereits entrichtet, macht eine Erstattung von 10.000 Euro. Und ganz wichtiger Punkt, in diesem Steuerbescheid werden denn die nächsten kommenden quartalsweisen Vorauszahlungen
neu festgesetzt. Denn die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass du entweder eine Erstattung oder eine Nachzahlung bekommst. Und dann werden auch deine quartalsweisen Vorauszahlungen jeweils nach oben oder nach unten angepasst. Was bei dem ganzen Thema wirklich, muss ich auch so sagen, ekelhaft ist, ist, dass das Finanzamt das auch nachträglich machen kann. Das heißt, das Finanzamt kann 15 Monate nach einem Jahr noch nachträgliche Vorauszahlungen festsetzen. Das heißt, das Jahr 2022 ist aktuell gelaufen. Aber das Finanzamt kann auch Mitte 2023 noch hingehen und sagen, naja, ich denke, du hast im letzten Jahr mehr verdient. Und zwar dann, wenn ich meine Steuererklärung für das Jahr davor mache. Und dann setzt das Finanzamt tatsächlich rückwirkend Vorauszahlungen fest. Das heißt, ich kann im Jahr 2023 rückwirkend noch Vorauszahlungen leisten müssen für das Jahr 2022. Das Wort nachträgliche Vorauszahlung, ganz ehrlich, sowas kann sich ja auch nur das Finanzamt ausdenken. Vorauszahlung bedeutet aber, es gibt noch keinen finalen Steuerbescheid. Deswegen ergibt die Bezeichnung zumindest in der Finanzamtlogik durchaus Sinn. Und das Ganze solltest du auch dringend im Blick haben, denn das Ganze ist eine riesengroße Steuerfalle. Denn wenn du einen Steuerbescheid bekommst mit einer hohen Nachzahlung, kannst du dir fast sicher sein, dass auch nochmal nachträgliche Vorauszahlungen festgesetzt werden. Und so werden dann aus einer 10.000 Euro Steuernachzahlung ganz schnell mal 20 oder 25.000 Euro, je nachdem, wie lange das jeweilige Jahr schon her ist. Deswegen sollte es auch immer in deinem Interesse sein, dass deine Vorauszahlungen, die du gerade leistest, ziemlich genau auch tatsächlich mit deinem Einkommen übereinstimmen. Doch wie machst du das eigentlich? Das heißt, du arbeitest jetzt, du zahlst deine Vorauszahlung, die dir das Finanzamt irgendwann mal mitgeteilt hat im letzten Steuerbescheid und du merkst jetzt, ich verdiene ja viel mehr. Naja, du kannst tatsächlich diese Vorauszahlung jederzeit anpassen lassen vom Finanzamt. Da reicht ein ganz normaler Brief oder eine ganz normale E-Mail, also du musst keine komischen Formulare ausfüllen oder so, sondern es reicht eine ganz einfache Information an das Finanzamt, wo du dem Finanzamt kurz hochrechnest, wie deine Umsätze gerade aktuell aussehen und was du erwartest in einem bestimmten Jahr an Umsätzen bzw. Gewinnen zu machen und darauf dann deine Steuer berechnest. Dafür kannst du übrigens den Rechner vom Bundeszentralamt für Steuern nehmen, den verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Da schreibst du einfach dein zu versteuerndes Einkommen rein und dann sagt dir der Rechner, wie viel Steuern du wahrscheinlich in dem Jahr zahlen musst. Und du wirst ja in einem Juni oder in einem September schon ziemlich genau wissen, ob das Jahr jetzt gut läuft oder schlecht läuft. Und deswegen würde ich dir auch dringend empfehlen, dass du das Ganze zumindest einmal in der Mitte des Jahres und vielleicht im Oktober einmal überprüfst, ob du wirklich tatsächlich so viel Steuern zahlst, wie du eigentlich zahlen müsstest. Und wenn du deine Vorauszahlung denn nicht anpassen möchtest, dann ist das vollkommen fein, dann solltest du aber dringend daran denken, dass du dieses Geld auf jeden Fall zur Seite legst und nicht weiter anfasst, weil du kannst dann ja schon wissen, dass deine Steuerlast auf jeden Fall höher ist. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Hinweis, das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn die Bemessungsgrundlage, also der letzte Steuerbescheid für ein Jahr ist, in dem es wirklich richtig gut lief und du hast da 150.000 Euro verdient und jetzt zahlst du die ganze Zeit so quartalsweise Steuern voraus, als wenn du 150.000 Euro verdienst, du verdienst tatsächlich aber in diesem Jahr nur 50.000, dann sind die Vorauszahlungen natürlich ganz schön heftig für dich. Du kannst auch jederzeit einen Herabsetzungsantrag stellen. Das heißt, du kannst diese Anpassung der Vorauszahlung nicht nur nach oben machen, sondern ganz klar natürlich auch nach unten. Und das Ganze geht tatsächlich auch rückwirkend. Wenn du in diesem Jahr schon zwei Quartale so viel vorausgezahlt hast, wie du wahrscheinlich nicht mehr im ganzen Jahr zahlen musst, kannst du immer noch einen Herabsetzungsantrag stellen und dann kriegst du tatsächlich sogar Vorauszahlungen zurückerstattet. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast einen groben Überblick darüber, wie eigentlich so Einkommensteuer- und Gewerbesteuervorauszahlungen funktionieren. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann findest du ganz versteckt unter diesem Video einen Kommentarbereich, der nur auf deine Frage wartet und ich warte auch darauf, weil ich versuche dir dann gerne weiterzuhelfen. Wenn du selbstständiger bist, dann schau dir unbedingt einmal an, wie wir dir in deiner Selbstständigkeit weiterhelfen können. Wir sind nämlich spezialisierter Dienstleister für Freiberufler und Selbstständige und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst oder du schaust dir erstmal weitere Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.